Hi ihr Lieben, ich bin's, wieder Fabrizio. Und zwar habe ich euch etwas mitzuteilen. Ich hatte nämlich heute vor 2 Jahren meinen Schicksalsschlag und hat heute vor 2 Jahren, am 22.01.2017, meinen Schlaganfall. Und wie ihr seht, kann man alles schaffen. Ich lag zwar im Koma und sonst was, aber schaut mal, ich bin wieder wach. Ich kann wieder laufen. Das Einzige, was ich als Beeinträchtigung habe, sind meine Hörgeräte. Ich möchte euch mal einfach mal ganz kurz erzählen, wie es dazu kam. Und zwar bin ich einen Tag vor meinem Schlaganfall Shisha rauchen gegangen. Das war das allererste Mal, dass ich Shisha rauchen gegangen bin. Das war der 20.01.2017. Weiß ich noch, da waren wir in der Shisha-Bar mit Freundinnen. Und ich habe noch nie Shisha geraucht. Ich rauche allgemein nämlich gar nicht mehr. Dann habe ich da einmal an der Shisha gezogen und dann hatten wir so an, haben die gesagt, wie lange kannst du ziehen und dies und das. Dann habe ich versucht, lang zu ziehen. Ne? Ich habe so lang gezogen, bis mein Kopf richtig wehgetan hat. Dann hat mein Kopf richtig wehgetan. Dann bin ich nach Hause gegangen, weil mir war schwindelig und alles. Und dann war ich zu Hause und auf einmal konnte ich nicht mehr sprechen. Ich habe versucht, mit meinen Eltern zu reden und es hat gar nicht geklappt. Null. Dann haben meine Eltern dann erst so gedacht, hey, was ist das, dies und das. Dann habe ich mich schlafen gelegt, weiß ich noch. Und dann bin ich den ganzen Tag nicht aufgewacht. Also am 21.01. weiß ich noch, bin ich nicht aufgewacht. Und dann dachte meine Mutter, irgendwas ist komisch bei mir, ne? Und mein Papa auch. Und dann kam meine ganze Familie und dachte nicht, weil ich bin nicht aufgewacht, die wollten mich wecken. Dann haben die den Notarzt gerufen. Der Notarzt kam, die haben meine Hirnströme gemessen und haben gemerkt, ich hatte eine Hirnblutung. Medizinisch genannt Apoplex, Vertikaleinbruch rechts. Und ja, wie ihr seht, geht es mir wieder besser. Ich wollte einfach mal kurz den Moment mit euch teilen, weil man einfach alles schaffen kann. Ihr müsst dran glauben. Ich war nach 6 Monaten in der Reha, nachdem ich natürlich aus dem Koma aufgewacht bin. Ich war in der Uniklinik in Heidelberg, in der Kopfklinik, auf der Intensivstation. Das soll ich euch sagen. Und was relativ komisch war, wisst ihr, vor meinem Schlaganfall stand ich nur auf Frauen. Nach meinem Schlaganfall stand ich auf beides. Und ich finde es ehrlich gesagt krass, was man so alles erlebt. Ne? Ich habe auch Dinge gesehen im Koma, die man gar nicht beschreiben kann. Vor allem, wenn man das erzählt, denkt man, boah, der denkt sich das doch aus und so. Nein, Leute, das war Realität. Und das Geilste war, ich habe dann meinen Arzt gefragt, wie das sein kann, dass ich jetzt auch auf Männer stehe oder Gefühle für Männer habe und sowas. Und er hat gemeint, dass es im Kopf verschiedene Nervenbahnen gibt. Und wenn Nerven aneinandertreffen, kann es passieren, dass man beispielsweise andere Gefühle hat oder sonst was oder anders gelaunt ist. Und ja, wie gesagt, nichtsdestotrotz kann auch sein, dass ich schon früh auf Männer stand oder ja, wie gesagt, auf Frauen stand ich ja schon immer, aber vielleicht auch auf Männer und nicht dazu stehen wollte. Mittlerweile steh ich aber dazu. Ich würde euch einfach nur sagen, egal was für ein Schicksalsschlag euch mal trifft, es ist nie die Zeit aufgegeben. Also ihr dürft nie die Zeit aufgeben zu kämpfen, weil man einfach alles schaffen kann. Ja, genau heute, vor 2 Jahren, wie ich schon erwähnt habe, ne, bin ich in den Schlaf gefallen und heute, nach 2 Jahren, bin ich hier und mache gerade ein Video für euch, einfach um zu zeigen, dass diese positive Energie immer noch geblieben ist. Ich lasse mich auch nicht von der SDS runterkriegen, von den Medien, von den ganzen Leuten, die gerade gegen mich schießen oder gegen mich haten, nur damit sie Abonnenten kriegen oder sonst was, weil ich weiß, wer ich bin, meine Freunde wissen, wer ich bin und in der Realität ist man ganz anders, als man dort gewesen ist. Ja. Wenn ihr noch einige Sachen wissen wollt über mich, fragt mich doch gerne, abonniert mich doch gerne. Es kommen weitere Videos auf euch zu. Guck mal, ich habe Videos geplant mit ja, mit dem Shier. Das ist ein guter Freund von mir. Ich habe Videos geplant mit Ben Fresh, habe ich ja schon erwähnt in meinem anderen Video. Ich habe diverse YouTuber kennengelernt, alles richtig coole Menschen. Man merkt einfach, dass YouTube ist in der Realität einfach mal nicht so ist, wie man halt im Internet ist. Ne? Im Internet ist man anders als in der Realität. Und ja, ich habe jetzt einfach mal gedacht, bevor ich jetzt unterwegs bin, mache ich jetzt ganz kurz ein Video, damit ihr Bescheid wisst, was heute vor 2 Jahren passiert ist, weshalb meine Eltern auch. Ehrlich gesagt, heute Morgen, als ich noch geschlafen habe, mich geküsst haben und dann gesagt haben, haben die ein Gebet gesprochen auf Italienisch. Wie schon erwähnt, mir geht's gut und ich hoffe, euch geht's auch allen gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesen fast 5 Minuten und ich hoffe, ihr lasst ein Abo da. Und ja, bei weiteren Fragen kontaktiert mich gerne über Instagram. Lasst mir bitte ein paar Tipps da, was für YouTube-Videos ich drehen kann. Einfach in die Kommentare. Hate auch gerne erwünscht, ne? Man kann sich ja immer bessern. Und dennoch, ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Schauen. Bis dann, euer FABRIZIO Fabrizio aus. Deutschland sucht den Superhong.